Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Und was muss getan werden? Sie verrückt. Er soll uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den Dann soll die Armee kehrt machen! Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern! Ist der Russe schon so nah? Vergisst das! Feiglinge! Verreiter! Versager! Mein Führer, wir rufen der Berlin wird eine Beleidigung. Fähig. Bringen Sie mir Fegelein! Fegelein! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wenn es wirklich stimmt, dass in San Francisco unter den Alliierten Differenzen entstehen und sie werden entstehen. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Sagen Sie Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. An meiner Person! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Mit welchen Kräften, mein Führer? Ein anderer! Ja! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Ja, vielleicht schon dort! Mein Führer, wir rufen der Berlin wird eine Beleidigung. Und doch habe ich allein auf mich gestellt. Ein paar Vanille Faulpelz! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Dann soll die Armee kehrt machen! Daran liegt doch die Stoffe für den current objective. Now go to the storeroom and get a pistol and a rifle. Move! Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Der Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ah, Monke. Very good, Captain. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig zu denken? Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Good, now fire at the other one. Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade. But for long range targets. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ja, vielleicht schon dort! Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Not bad. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Go!
fähig. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Aber dafür sind wir jungen Leute doch da. Because real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Oh, of course, Comrade Commissar, my mistake. Now throw a potato into each of those marked target areas. Very good, Comrade. Not bad, not bad. Very good, Comrade. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Ein paar vanille Faulpelz! Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ich will sofort zum Bericht! To the southeast, and they are supported by half tracks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Von vor kommt der Beschuss. Ich will sofort zum Bericht! Soll der Alt uns daran hindern, selbstständig zu denken? Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Aber dafür sind wir jungen Leute doch da. Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Der Angriff steigert sein Befehl! Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern! Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht! Mit der 12. Armee die Sache unterstützt. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Ja, vielleicht schon dort! Sie sind ohne Ehren! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Ich will sofort zum Bericht! Soldaten, in Deckung!
Ein paar Wendel erfolgt eins! Up on the second floor! So geht sich der Druck an! Im Erdgeschoss! Erregt die Russland! German Druck! Out of floor! Aber das ist der... Ha, ha, ha! Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Feindliche Infanterie in der Nähe dieser Kisten! Geradeaus! Soldat, rüber zu dem Kisten! Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben! Vasily! Destroy the Panzerwerfer! Ja! Granate! Deckung ist da! Welchen Kräften, mein Führer? Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Ha, ha, ha! Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Aber dafür sind die jungen Leute doch da.